Jo, hallo und Jolo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Live Order. Ja, ich könnte mich irren. Wie gesagt, ich habe dieses Spiel vorher noch nicht gespielt und ich habe mir auch noch nicht irgendwie groß irgendwelche Videos dazu angesehen. Also natürlich schon irgendwie mal so zwischendurch im Stream oder so. Aber ich persönlich würde jetzt behaupten, hier gibt es euch richtig was an die Backen, denn wir sind von da aus gekommen, hier rüber gelaufen, da gab es diesen Speicherpunkt noch nicht. Dann hatten wir hier den mega fetten Flashback, zu viel an der Klebetube geschnüffelt, würde ich sagen. Und jetzt stehen wir hier und können durch diese Tür schreiten. Ich persönlich würde vermuten, das gibt gleich richtig Jedi Backen. Tada. Okay. Schnell noch Mut antrinken mit heller Wellness. So, also, ja. Also, wir können jetzt hier, wir haben hier den Mega-Flashback gehabt und wir haben aus irgendeinem Grunde, ich meine, wir haben unser Lichtschwert beschädigt. Da sieht man an der Seite auch schon so ein bisschen Kabel raushängen und so. Ich habe keine Ahnung. Das ist kaputt. Der Kristall Leck zerbrach. Mich. Nutzlos. Okay, also wir haben kein Lichtschwert mehr. Nichts. Wie nichts? Hallo? Okay, also das auch nicht. Oh, Alter. Ich will mich nicht nur mit Machttypen hier durch die Gegend eimern müssen. Okay. Aha. Warum geht das mit anderen Türen nicht? Was soll das? Ist es nicht nach Plan gelaufen? Ich hab dich ja gewarnt. Lass mich allein. Wie bitte? Allein lassen. Verloren. Und schutzlos in dieser gefährlichen Welt. Niemals. Okay, jetzt ist genug. Wer seid ihr wirklich? Taran Malikos. Was für ein Ding? Ehemaliger Jedi. Genau wie du. Wir haben so viel gemeinsam. Das bezweifle ich. Oh. Wir haben die Auslöschung überlebt. Meine Truppen haben mich verraten. Ich war gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen, und dann bin ich geflohen. Zu diesem einsamen Ort. Die Dunkelheit! Sie verschlang mich fast. Aber ich widerstand. Ihr seid der, dem die Brüder der Nacht folgen. Ja. Das Grinsen von Ewan McGregor. Oh. Aber diese Wilden, sie respektieren allein die Stärke. Und wir wissen beide, die Macht ist eine enorm starke Verbündete. Nein. Nein, ihr nutzt die Macht nur eigennützig, missbraucht sie. Das widerspricht dem Prinzipien der Jedi. Es sind dunkle Zeiten! Wenn wir nicht gemeinsam kämpfen, werden sie uns verzehren! Ich brauche eure Hilfe nicht. Dein kaputtes Lichtschwert sagt etwas anderes. Du hast da drin was gesehen, oder nicht? Oh. Etwas Furchtbares. Es gibt viele solche Orte hier auf Datomir. Hm. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles, diese Kraft zu beherrschen. Komm in meine Familie. Dann lehre ich dich das alles zu beherrschen. Vertraute Worte, Malikos. Schwester Maren, du solltest lieber nicht so weit gehen. Seit Jahren, sagt ihr, die Jedi hätten das Massaker an meinen Schwestern begangen. Jetzt steht einer vor uns. Und ihr wollt ihn in eure Familie aufnehmen. Damit wirst du leben müssen.
Doch es fehlt dir an Stärke, kleine Hexe. Stärke. Ihr seid verrückt, Malikos. Dathomir hat euch verwirrt. Und durch meine falsche Loyalität konntet ihr die Brüder der Nacht vom Weg abbringen. Anders als die Jedi legen Schwestern der Nacht von Dathomir die ihren nicht rein. Unser Band währt ewig. Deine Schwestern sind tot! Ja. All ihre Gräber umgeben euch. Zeit zu gehen. Wir sehen davon, dass es aussieht, als würde nach Hoden von der Decke hängen, aber das sieht gerade nicht gut aus. Elbisch? Scheiße. Wir haben kein Schwert. Närrische Göre. Über diese Kräfte hast du keine Kontrolle mehr. Ihr beide sollt wissen. Bekämpft ihr eine Schwester der Nacht von Dathomir? Bekämpft ihr uns alle? Oh. Oh nein. Oh, ich hab kein Schwert, Alter. Hallo? Oh Gott. Oh, Alter. Das ist ein Scherz jetzt, oder? Oh Gott. Oh Mann. Geh weg. Was? Alter. Lauf! Oder was? Ah! Oh Gott! Schach, ja, die können springen. Shit, Alter. Oh Gott, da raus hier. Lauf! Oh, shit, Alter. Ist das okay? Das ist schön, total nicey von dir. Danke! Okay. Ich scheine auf dem richtigen Weg zu sein. Ohoho, Alter. Was? Okay, einfach nur weg hier. Einfach nur weg. Alter, Scheiße. Tschüss. Lauf, 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 lauf. Ah! Die blöde Schlampe soll abhauen. Oh Gott. Das ist gar nicht mein Fall. Oh. Bring uns weg von hier! Was? Was hast du getan? Auf meinem Schiff kriechen überall tote Hexen rum! Weg hier! Erinnert mich gerade ein bisschen an hier. World War Z. Ja, wie geil ist das? Was ist passiert? Hast du das Grab gefunden? Das Lichtschwert deines Meisters. Ich sah ihn. Meister Tapolich. Es war der Tag seines Todes. Ich sah, was ich tat. Kerl, alles ist zerstört. Ich konnte ihn nicht retten. Kerl, du warst noch ein Kind. Nein. Ich hätte ihm helfen können, wenn ich nur auf ihn gehört hätte. Wenn ich stark und mutig gewesen wäre. Ich hätte ihm helfen können. Ich weiß es. Kerl, du sollst endlich wissen, was mir bei der Flucht vor dem Imperium passierte. Sie brachten Trilla ins Zimmer. Als ich ihre Augen sah, wusste ich, es war meine Schuld. Sie war eine Inquisitorin. Und etwas in mir starb. Ich verlor völlig die Kontrolle. Ich tauchte ab in die dunkle Seite. Und tötete sie alle. Ich verschonte keinen einzigen. Nur sie ließ ich gehen. Viele Jahre konnte ich mir das selbst nicht verzeihen. Ich war ein Wrack. In mir war nichts als Zorn. Ich konnte ihn nicht unterdrücken. Es gab für mich keinen Ausweg. Und ich wollte nur noch sterben. Doch dann erfuhr ich von dem Holocron. Ein Hoffnungsschimmer, dass es eine Zukunft geben könnte, für die es sich weiterzumachen lohnt. Steh auf.
Ich kann nicht rückgängig machen, was ich getan habe, und du rettest auch nicht mehr deinen Meister. Es ist vorbei. Aber Cal, du musst auch wirklich weitermachen wollen. Und wie? Du wirst hiermit anfangen. Es ist deine Aufgabe, ein neues zu bauen. Dafür brauchst du Rancor, Schrumpelhoden und Sturmtruppler-Ohrläppchen. Oder irgendwie sowas. Natürlich total geil, dass da so ein Blupsi auftaucht. Du Escape drücken musst, dafür würdest du jetzt aber die Videosequenz unterbrechen. Supi. Wo sind wir jetzt? Man wird dich prüfen. Ja. Aber ich bin bereit. Ich meine nicht nur hier. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Na. Und es ist leicht zu scheitern. Ihr kämpft immer noch mit der dunklen Seite. Auch nachdem ihr euch von der Macht gelöst habt. Wir werden immer kämpfen. Das ist die Prüfung. Super. Die Wahl, weiter zu kämpfen, macht uns zu dem, was wir sind. Ihr sieht ein bisschen gummelig aus. Aber naja, gut, unser ist kaputt. Ich habe auch zufällig noch einen Haken frei. Rausfinden, wer ich bin. Mit dem Patronengurt, der ist so geil, ey. Oder soll das ein Stimmgurt sein oder was? Alter. So, die Pflänzchen gucken wir uns gleich an. So, hier können wir immer noch nicht rein. Ich dachte, wir könnten uns ja mal die Privatgemächer angucken. okay. Wir speichern erst einmal. Ich glaube, wir haben auch noch irgendwie 2 Talentpunkte. Genau. Schau an. Das gucken wir uns auch direkt an, was wir uns da noch schönes Sinnloses kaufen können, was wir sowieso nie benutzen. Durchhalten. Was? Halte 3. Ein Fertigkeitspunkt. Magnet. Nee, ist Quatsch. Nein. Langsam. Mal machen. War dort noch irgendwas? Fertiger. Mein Gegner kurzzeitig verlangsamen und ich denke mal. Er führt einen Spezialangriff aus, während er seinen Lichtschwerttyp wechselt. Nochmal her. Ah, okay. Whatsoever. Ja, die ist Nayo. Haben wir voll gespeichert und alles. Wir können weiterhin nicht an Bord unseres Schiffes laufen. Das ist total schön. Dann schauen wir einmal hier rein. Also wir haben hier drüben, haben wir gerade neu gepflanzt. Das sieht auch schön ruhig, das ist schön, die kleinen Mini-Krater hier und so, total toll. Haben wir offensichtlich auch nicht alles gefunden, was wir hätten finden sollen. Ein Lichtschwert? Hier? Das verstehe ich nicht. Ich weiß nicht, wie du es machen wirst, Kleiner. Aber wenn ich eins über dich gelernt habe, dann, dass du deine Aufgaben immer meisterst. Ach ja? Ich würde mein Leben darauf verwetten, aber das habe ich schon. Ganz oft. Du bist nicht der beste Spieler, Grease. Schon klar, natürlich, stimmt. Aber ich glaube an das, worauf ich wette. Und ich beteilige dich sogar, Kerl. Danke. Ich tue alles, damit du gewinnst. Also er war so die B-Besetzung für Han Solo. Aber zum Glück haben sie Harrison fortgenommen. War schon nicht die schlechteste Entscheidung, würde ich mal meinen.
So, warte, jetzt mal gucken hier. Okay, ich kann mein Lichtschwert immer noch nicht benutzen. Ilum. Aber Ilum kenne ich aus... SWTOR. Star Wars Old Republic. Auch ein sehr geiles Spiel, das sie leider genauso wie Star Wars Galaxies zu Tode gepatcht haben und das einfach nur noch Kacke ist inzwischen. Der Jedi-Tempel. Das ist eine Weile her. Aber ja, ich erinnere mich. Jeder Jedi kommt als Kind her. Also, kam hierher, als es noch Jedi gab. Okay. Also im Windschatten kann man sich ganz gut bewegen, ansonsten eher nicht so. Ich hab auch gerade, warte mal, ja, die Richtung ist nicht verkehrt. Frage ist nur, ob ich hier nicht auch irgendwo hoch kann. Ich glaube, einfach durch, ne? Okay. Sieht sehr unentspannt aus, also, da fühle ich mich hier in meinem Kämmerlein. Was? In meinem Kämmerlein doch. Pass ich auf. Ja, ja. Pass ich voll auf. Das sieht aus wie irgendwelcher Kletterscheiß hier. Da fallen irgendwelche Sachen runter. Geil. Freue ich mich total. Was sieht wie ein Durchgang aus? Das hier oder was? Echt jetzt? Toll. Da geht es nicht hoch. Hier. Okay. Okay. Was war das? Kann man da gerade irgendwas sehen? Was war das denn schönes? Ja. Das war nur ein Felsen. Nur ein Felsen? Dann möge es so sein. Ja, Taco! YOLO! Statt einfach einen Weg nach oben zu machen, weiß sie, nee, muss ich mich hier über die komische Zahnpasta-Geblubber rüber kraxeln. Meine ja, dann gehe ich jetzt dann auch noch mal außen rum, weil ihr das so wollt. Dann gehe ich hier oben rum. Aber schon geil gemacht. Ja, ich will mich ja gar nicht zu laut beschweren. Nein, in die Richtung wirst du springen. Schon geil. Ich mag das. So eine schöne Star Wars Geschichte. Ich bin echt gespannt, wenn das Ding zum Kanon gehören sollte. Bin ich total gespannt, wie das zum Kanon passen soll. Oder wie das in den Kanon eingebunden wird und ob Disney daraus mehr machen wird. Oh, da ist er gerade da. Ja. Gar nichts mehr. Okay. Also, ich kann hier nichts zerschneiden, nichts machen. Ich will meinen Scheiß nicht schwer. Aha, ein Echo. Großer Jedi meditierte hier. Er kehrte an wichtige Orte zurück und sinniert über seine Abenteuer und Prüfungen. Auf jeden Fall. Geil. Meister Marty Cameron. Dann denk mal. Bucky Cameron. Geil. Aha. Bucky. Oh, Bucky. So schön der Weg hier hoch gewesen ist, das ist das Ende des Weges. Wie mir scheint. Hä? Hier muss ich mich sehen, oder was? Ja. Wie ist nicht hoch? Hier komme ich nicht durch, das muss ich mit dem Schwert durchschlagen.
Hier komme ich auch nirgendwo hoch. Alles führt als Spur hierher. Aber jetzt kann man hier nichts machen. Ja, komme ich nicht durch. Da unten, ernsthaft? Und jetzt kommen wir wieder hier. Und wo sollen wir hin? Üben oder was? Nee. Geil, ich kann hier nicht auf die Karte zugreifen. Ist auch cool. Gar nicht. Okay. Ja, geil. Voll übersehen. Dass man hier auch absteigen kann. Geil. Ja, da sind wir, voll schön und alles. Was ist das Schönes? Ah, zum Scannen. Danke, BD. Versammlungsraum. Der Versammlungsraum befindet sich am Eingang zu den Kristallhöhlen. Jede Meister macht Jünger an diesen primär als Treffpunkt genutzten Ort, um sie anzuleiten und mit ihnen zu meditieren, ehe sie sich auf die heilige Suche nach Überkristallen begaben. Überkristall, so der ärmste Begriff, den Disney sich so ausgedacht hat. Ich weiß nicht mehr, wie die Dinger wirklich hießen. Also so wirklich so und in echt und alles. Ja, geil. Die hießen auf jeden Fall nicht Überkristalle, das war Quatsch. Wie hießen die denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Aber hier bei Rise of the Old Republic und so, da wurde mal gesagt, wie die wirklich heißen. Bitte? Irgendwas und das bringen wir hier am besten so hin oder was? Okay, alles klar. Das erklärt einiges. Er war früher wunderschön. Die Wärme ist angenehm. Stärkungsfenster. Im Regen hatten. Illum. Ich glaube, Illum ist bei SW Thor. Star Wars The Old Republic ist Illum erst in einer Erweiterung raus mit dazu gekommen. Das heißt, wenn ich jetzt hier runtergehe, bin ich hier unten, weil weiter geht's nicht. Also zurück geht's nicht, sagen wir so. Alter, ich habe keine Waffe dabei, das ist voll scheiße. Okay. Also da geht's wieder nur in den tiefsten aller Abgründe. Da. Den Raum kenne ich. Meister Yoda schmolz die Tür und ließ uns in die Höhle. Nicht mit der Macht, mit dem Kristall. Das Licht ging hindurch und trug die Wärme. Wetter, das können wir auch. Weiter geht's nicht. Weiter als hier.
Hier können wir auch nirgendwo. Hallo? Hallo, ich würde den gerne loslassen jetzt. Der Kristall verstärkt die Wärme des Lichts draußen. Wir müssen ihn nur richtig positionieren und das Fenster gegenüber des Wasserfalls öffnen. Ja, voll. Nee, eigentlich hätte ich jetzt total gerne eine Lösung gehabt, wie ich das Scheißding wieder loslasse, Alter. Ja, irgendwie geht's schon. So. Was? Wir müssen den Kristall richtig positionieren. Oh, diese Kabelrätsel, die fand ich ja letztes Mal schon richtig geil, Alter. Die fand ich letztes Mal schon richtig, richtig toll. Super. Auch denkst du, hallo? Ich kann euer scheiß Kabel hier aber leider nirgendwo anbringen. Also was soll ich mit dem Kackding, ey? Kann man die Kabel vielleicht ineinander anbringen? Was war das für eine Taste? Du musst zurück zum Fenster, das Licht reinlassen. Du hast recht. Die andere Eiswand ist im Weg. Was? Die da? Oder was? Hä? Oh Mann, ey. Hallo, lass das scheiß Ding doch jetzt mal los. Das verstärkt die Wärme des Lichts draußen. Wir müssen ihn nur was für eine Taste ist das? Das gegenüber des Wasserfalls öffnen. Y. Fallen lassen. Na denn. Jetzt bin ich gleich ganz unten. Und komme im Leben nie wieder rauf. Das ist etwas, das mich schon mal total... Und da hängt auch noch ein Kabel dran. Was? Mal das da dran machen? Alter, das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Was? Da ist irgendwas, woran man was machen kann. Zum Fenster das Licht reinlassen. Du hast recht. Die andere Eiswand ist im Weg. Das hat er eben schon gesagt, Alter. Ist ja was Neues. Hey, BD, gehen wir. Ja, genau. Hey, BD, gehen wir. Er springt mir hier immer vom Rücken. Ich weiß aber nicht, was er will. Der Kristall verstärkt die Wärme des Lichts draußen. Ja. Wir müssen ihn nur richtig positionieren und das Fenster gegenüber des Wasserfalls öffnen. Ja. Das habe ich verstanden. Komm schon, BD. Alter, wenn der Kleine hier jetzt nicht die ganze Zeit rumnerven würde, wäre es doch schon viel entspannter. So geht mir eigentlich... Oh. Hey, BD. Gern wissen, wie ich den überhaupt ausrichten soll. Das muss ja hier irgendwie. Hier irgendwas oder was? Da offensichtlich. Okay. Flip. Ach so, und jetzt? Aha, aha, aha. Jetzt den? Ne. Ja, natürlich die Frage, der da jetzt richtiger hängt als vorher. Jetzt muss ich wieder nach oben und das schaffe ich wie? So schon mal nicht.
komme ich jetzt wieder nach oben? Warum war da auch noch ein Ding? Ja, tut mir echt leid, Leute, aber... Was? Wie komme ich denn jetzt wieder zurück, ey? Was? Hallo? Nein, jetzt auch nicht. Gehen wir, BD. Boah, Leute, ey. Bin ich gerade ein bisschen ratlos, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil... Was? Also damit kann ich so ein bisschen die Position beeinflussen, aber ich habe nur einen Ankerpunkt für drei Kabel. Hä? Da oben komme ich auch nicht mehr rauf, das heißt, ich bin von hier oben runtergesprungen und jetzt komme ich da nie wieder drauf, oder was? Hä?